So, YouTube. Hallo und willkommen zurück zu Foundry. Ja, wir wollen ein paar Fabriken bauen. Ich weiß nur nicht mehr was. Es ist ein paar Tage her, dass wir hier waren. Aber ich sehe, der Typ will mit uns reden. Dann würde ich sagen, da ich keine Ahnung habe, um was es geht, reden wir mit ihm. Und es geht um Olomid. Mhm. Richtig. Dieser Mond wurde von der Foundry-Initiative nicht nur deswegen ausgewählt, weil er reich an Mineralien ist, sondern auch wegen einer flüssigen Ressource namens Olomid. Diese klebrige Flüssigkeit kann zu verschiedenen chemischen Produkten raffiniert werden, die wir benötigen. Wir sollten etwas davon finden und an die Oberfläche befördern. Okay. Also, Olomid. Na klar. Ich weiß, ich hatte irgendwas umgebaut und ich wollte es irgendwie erweitern. Ich glaube, die hier sehr langsam sind, nicht? Wir hatten das auf jeden Fall auf mal 4 erhöht. Ah, und da ist auch ein Lager. Stimmt, das hatte ich nur eingebaut und hier sind schon ein paar da. Ich weiß nicht, dann gehen wir mal in die Forschung. Ich habe echt alles vergessen. Die Bergbau-Bohrgeschwindigkeit. Das würde mir natürlich gefallen, auch Richtung Olomid. Die Inventargröße, die haben wir erst erhöht. Oder die Basis-Olomid-Verarbeitung natürlich. Die Abbaukraft. Weil die führt zum Aufzug. Ja, ich nehme die Abbaukraft. Und irgendwas ist auch leer gelaufen. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwo war was leer. Also das hier ist genug da, nicht wahr? Wasser ist genug da. Hier habe ich kein Zwischending. Ah doch, das ist ein Lager, nicht? Das ist genug da, das ist genug da. Und das ist maximal da. Okay, das ist Level 1, das ist Level 2. Level 2 ist mehr da als Level 1. Okay. Die sind genug da und von denen haben wir keine mehr. Dann nehmen wir uns da mal ein paar mit. Das hatten wir bis hierhin gescheckt. Hier, das war leer. Wo gehst du hin? Nach da hinten. Und du gehst Richtung Level 2? Level 1. Ah, und deswegen kriegen wir nicht genug Level 1 raus aktuell. So, aber wir haben ja einen zweiten von dem, aber irgendwo anders. Und der hier ist auch leer. Achso, das sind die Pakete. Das sind die Platten. Hier ist er, oder? Nee, du machst die erweiterten. Hier hinten kommen die raus. Da. Plus, minus, null. Und wer produziert die? Doch du, oder? Nee. Doch, hä? Ach, Ausgang. Ich dachte Eingang. Okay. Geschenkt. Okay, der stellt die her und die kommen in dieses Lager. Wir könnten jetzt natürlich sagen, der soll mit an das Lager hier. Dass wir hier drei nebeneinander machen und das Lager führen wir nach da hinten zurück. An die Maschine. Oder an dieses Zwischenlager, dass wir so zwei Lager haben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oder ob das funktioniert. Aber gut, ich könnte hier auch mit einem Splitter hinkommen, nicht? Das klingt eigentlich nach einer Idee. Und hier kommen extra die Platten rein. Die könnte ich natürlich auch nach da oben führen.
Da müssen wir nur hier ein bisschen Platz machen, um das ein bisschen anders zu machen. Steuerung F. So, jetzt aufpassen. Höhe 1. Habe ich die Dinger jetzt? Ah, die habe ich gar nicht mehr im Inventar eingeplant. Dann nehmen wir uns die hier kurz mal rein. Und dann würde ich sagen, so. Das mache ich hier mal auch einzeln. Okay, wunderbar. Dann läuft das wieder. Dann würde ich den hier von dem beliefern lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Level 1... Ja, komm. Aber jetzt Level 1 extra herstellen, dafür ist auch Quatsch. Und den habe ich wieder falsch rumgedreht. Ich weiß halt echt nicht, warum das Spiel das nicht einfach hinkriegt, das automatisch in Gebäuden dann anzudodgen, außer ich drücke eine Taste, dass ich das nicht will. Das wäre viel intuitiver als... In 90%, wo ich es will, muss ich irgendwie das umständlich dann manuell machen. Okay. Achso. Ja, du kriegst das jetzt. Und hier brauchen wir zwei von diesen... Konstrukteuren, die haben wir aber. Bildschirm zeigt natürlich in die Richtung, war ja klar. Wir könnten den aber sogar eher nach da setzen. Dann können wir wenigstens immer so eins noch Platz lassen. Für das gute Gefühl, nicht wahr? Okay. Achso. Da kann ich ja nicht sagen, dreh dich. Das ist immer ein bisschen schade. Ja, eigentlich am besten wäre, wenn es so wäre. Dann hätte ich nämlich mehr Platz. Dann brauchen wir einen Verteiler. Ja, dann halt so. Okay, das sollte auch reichen. Und drüber. Ach so, und die brauchen einen Eingang, nicht? Das habe ich jetzt hier gar nicht... bedacht. Oh, das wird eng. Was ich machen könnte, wäre das so. Dann kann ich hier an die Seite ran, hier an die Seite ran. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der Splitter im Weg wäre. So. Und dann stellt ihr hier die Dinger... Und ihr stellt her die Dinger. Und du stellst her die Dinger. Abbaukraft freigeschaltet. Wunderbar.
Und direkt nach der Abbaukraft, Abbaueffizienz 300. Den Aufzug, den könnten wir herstellen. Ich mach das einfach. Achso, und wir sollten die noch auf Ausgang und Ausgang stellen. Und dann kommt hier hoffentlich eine positive Bilanz rein. Jetzt ballert er natürlich erstmal das ganze Förderband voll, bis es einmal voll ist. Und danach beruhigt sich das da erst hinten. Das heißt, das braucht noch eine Weile. Und der vertikale Stream ist abgebrochen. Warum auch immer. Dann starten wir einen neuen vertikalen Stream. Neuer Stream. Ach, YouTube. Wirklich. Hä? Nee, jetzt läuft er doch wieder, oder was? Ich kapiere das manchmal nicht. So, Foundry öffentlich auf Default Stream. Ja. Okay, neuen Streamplan. Einstellung übernehmen. Welchen Stream-Key? Ich hoffe, er hat den richtigen. Foundry Gaming. Also weiter. Öffentlich, ja. So. Ich habe mich schon gewundert, warum gar keiner zuguckt in dem vertikalen Stream, wo sonst immer Leute zugucken. Weil er einfach anscheinend die ganze Zeit am Abbrechen ist. Ach ja, und das immer während einer Aufnahme. Das ist super. Technik, sage ich euch. Seid froh, wenn ihr euch damit nicht beschäftigen müsst. Weil sie funktioniert immer genau dann nicht, wenn ihr Technik braucht. So ähnlich wie in diesem Spiel hier. Man ist mittendrin, denkt an nichts Böses und im Hintergrund geht halt alles schief. Er hat schon die ganze Zeit nämlich irgendwie gemeckert. Zu wenig Input-Daten. Ich habe einen schlechten Tag, ich bin YouTube. Meistens ist eigentlich Twitch der Bösewicht, der die Streams abbricht. Aber heute mal nicht. Heute ist es einfach mal andersrum. Das ist ganz verrückt, nicht wahr? Ja, da müssen wir mal gucken. Was war heute? Jetzt noch machen. So, jetzt läuft's wieder, hoffe ich. Oh Mann. Sehr gute Verbindung. Ja, das will ich aber auch erwartet haben. Ja. In der Zwischenzeit hat sich das hier wenigstens eingependelt, nicht? Wir haben wenigstens keine Zeit verloren. Und vielleicht schon ein paar von diesen Dingern zwischengepuffert. Wo kamen die jetzt her? Hier. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Plus. Das ist gut. Jetzt können wir nämlich... Wo mussten wir hin? Hier, nicht? Du. Und du. Dann können wir die hier nämlich zurückziehen und wegreißen. Ich mache das lieber einzeln. Dieser Multi-Abriss-Modus, ich finde, man hat so wenig Kontrolle über den. Deswegen macht er mir nicht wirklich Spaß. So. Da kommen die Platten ja in den rein. Und jetzt müssen wir von dem hier nach hier hinten. So. Oh. Ah, das kann er immer nicht. Ach so, weil da noch einer ist. Oh. Also, ich mag so Spiele nicht, wo man
ewig eine Taste gedrückt halten muss, bis irgendwas passiert. Ich bin einer Klick. Ach so, gedrückt halten. Das hat mich schon früher bei den Konsolen. Deswegen bin ich kein Konsolenspieler. Drücke A. Drück's A. Ach nee, ich muss 8 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, A wurde bestätigt. B. Ach nee, B gedrückt halten. B, B, B. Oh, das ist doch so super nervig gewesen. Früher hat man einfach die Tasten gedrückt. Zack, 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 zack. Und alles hat sofort reagiert. Aber nein. Dieses Pseudo-Verlangsamen macht mich irre. Und das ist eine ganz komische Entwicklung, die ich nicht gut finde. Oh. Laufen die hier gerade alle? Oh. 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 Wenn die schmelzen, können eh nicht mehr schmelzen, als sie schmelzen. Ich überlege nur. Was man da noch machen könnte jetzt. Ich meine, die Menge, die da drin ist, die reicht locker aus. Nee, da ist das Problem. Also, jetzt noch nicht unbedingt, aber schon irgendwo. Ja, die sind am Ächzen, nicht? Und ich habe hier ja schon extra was raufgegeben. Dass hier 4 sammeln. Uff. Ja, die müssen halt echt weiter runter. Wir müssen das Ganze nach unten versetzen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich meine, es kommt immer noch genug an, außer in die Richtung, aber die verarbeitet auch nicht so viel. Ist mir zumindest nicht so wichtig. Ich meine, die macht nur Stahl. Ich weiß gar nicht, warum die hier überhaupt noch nicht vollgelaufen ist, weil Stahl benutze ich. Ach doch, für die Level 4 Pakete jetzt. Da kommt der Shortage her. Ja, okay. Hier kommt das her. Okay. Also ich glaube, es wird Zeit, dass wir umziehen. Wir haben ja hier die Energie uns aufgebaut. Und das Xenophyrit. Ich meine, jetzt würden wir hier rankommen. Es liegt aber tief im Boden und ist auch nur klein, nicht? 14 mal 10. Das ist so groß wie das. Hier hinten wären halt 4. War auch sehr verteilt. Oder hier die 3, nicht? Dass wir hier eher so eine Xenophyrit-Erzstelle aufbauen. Ja, das wäre eher so, glaube ich, das Thema. Schwierig. Ich habe ja auf den Aufzug gehofft. Ich meine, vielleicht können wir es noch über die Zeit bringen. Aber ich brauche jetzt nicht mehr Schmelzen anbinden. Weil dann haue ich mir das hier hinten komplett kaputt, nicht? Also das hier ist gerade so plus minus null. Und das wird auf lange Sicht jetzt immer weniger werden. Was ich machen kann, das hier ist ja komplett voll. Ich zweige ja von der hier ab.
Dass wir das auch bei der Stelle machen. Das wäre noch eine Möglichkeit, die ich gerade sehe. Na. Und natürlich ist was im Weg. Natur. Ekelhaft. Weg. Wer will schon Natur? Okay, dann können wir hier nämlich den letzten oder vorletzten Splitter einsetzen. Na, jetzt ist es genau auf der falschen Seite, nicht wahr? Oh. Und Level 1 haben wir auch nicht mehr. Aber da kann ich ein paar herstellen. Nein, nicht da. Bitte fang da an. Und dann hier rum. Ah, wie kann ich da durch? Oh, Mann. So eine Scheiße. Okay, das heißt, dann müssen wir außen rum. Bleibt ja nix. Kommen wir jetzt schon vorbei? Ja. Und dann sind die genau aufgebraucht. Sehr gut. So, dann kommt der Produzent nämlich damit hinten ran. Dann kommt da ein kontinuierlicher Fluss nach oben. Und dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Und die eine versorgt da oben auf jeden Fall. Den könnten wir theoretisch auch noch da drüben anbinden. Wenn das jetzt nicht reichen sollte. Was sieht eigentlich gut aus? So, jetzt fängt es schon an zu stocken. Weil der ja auch noch hier reingibt. Es könnte halt sein, dass jetzt nicht genug Fluss hier reinkommt. Weil wir zu wenig Anschlüsse haben. Wir könnten aber den hier an den da anschließen. Weil dann hat der hier einen kontinuierlicheren und der einen kontinuierlicheren. Dann sollten da oben mehr reinkommen. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja. Du, 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 du. Das gefällt mir. Aber auf lange Sicht ist das Lager eh leer. Und da müssen wir so oder so was einfallen lassen. Das reicht jetzt, glaube ich, aber genau mit dem Aufzug, nicht? Der ist bei 93%. Und dann können wir den einsetzen. Oh, das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen sollten. Bevor ich jetzt noch 1000 andere Lager erschließe, die kaum Sachen haben. Ah. Hilft jetzt noch nicht an dieser Stelle, jetzt ist es leer gelaufen. Dafür haben wir hier. Gut, aber wenn die gleich voll sind, dann staut sich das da hinten auch wieder auf. Oh, da hat das Spiel gerade aber einen richtigen Ruckler gehabt. Was ist das hier überhaupt? Reste. Ach nee, das sind nicht Reste, das sind Sachen, die ich bauen muss. Upsi. Stimmt. Ein Aufzug? Das wird unsere Ambitionen sicherlich auf die nächste Ebene hieven. Lass uns unser Projekt in neue Höhen heben. Aber sowas von.
Ups. Und dann ran hier. Ja, dann läuft der da hinten nämlich nicht so schnell voll, wie ich gedacht hätte. Das habe ich vergessen. Out. Dass wir das dafür ja gemacht haben. Ist unser kleines Männchen da? Okay, das hat ihn nicht interessiert. Er ist immer noch auf Olomid. Na gut. Forschung war abgeschlossen. Was erforschen wir denn jetzt Schönes? Olomidverarbeitung. Dann können wir Polymer herstellen. Und wir können Erzgen Olomid machen. Strommasswandmontage pumpen. Chefbüromöbel. Ah, stimmt, die Erzveredelung. Da kommt unser Shortage her. Ich erinnere mich. Oh, das habe ich in der letzten Woche erforscht. Stimmt, wir müssen das Rezept ändern. Und dann kriegen wir auch mehr Platten, nicht? Und dann kriegen wir auch mehr aus dem Xenopherit-Erz raus. Und das wollte ich aber nicht mehr an dieser Stelle machen. Ich erinnere mich. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Dann heißt, wir bauen an einer anderen Stelle das mit dem auf. Aber was ist denn mit diesem Fahrstuhl? Wo ist er denn? Was brauchen wir für ihn da? Stahlträger, Xenopherit-Platten. Ja, und die Platten sind unser Problem aktuell. Und unser Xenopherit ist das Problem. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier hin. Oh, wir haben so viel Müll in den Taschen, sehe ich gerade. Dann können wir das hier wegsortieren. Pellets haben wir auch noch. Haben wir noch irgendeinen Mist? Beton? Nee, den brauchen wir. Dann können wir nämlich die Platten herstellen. Wo sind sie? Ach, die kann ich hier gar nicht herstellen, nicht? Oh, so eine Scheiße. Stimmt, die konnte man nicht im Raumanzug herstellen. Oh, so ein Dreck. Ich weiß aber, wo man sie herstellen konnte. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt fehlende Basis. Wir kommen ihnen einfach zuvor. Was für eine Basis? Können wir hier nämlich auch stehen. Ein Ding. Anders komme ich jetzt nicht am Platten ran, nicht? Die laufen da vorne immer leer. Bis sich das wieder einspielt. Puh. Oh, wie viel haben wir? Ich brauche nur so ein paar, nicht? Wir brauchten 50. Wir haben doch aber mehr als 50 im Inventar. Ach, die fortgeschrittene Maschinenteile und elektronische Komponenten brauchen wir eher. Brauchen wir Technumstäbe? Ach, die haben wir nicht. Da ist das Problem. Sorry. Wir lassen das hier trotzdem mal vorsichtshalber aufbereiten. Habe ich eigentlich noch das andere Zeug? Ne, das hatte ich nicht mehr mit, nicht? Ja, okay, sehr gut. Einmal richtig hingucken, dann sieht man auch, was man braucht.
Oh. Oh, oh. Lass mich rauf. Die Stäbe, da haben wir zum Glück kein Problem, soweit ich weiß. Wobei ich nicht mal weiß, ob die da hinten überhaupt noch sammeln. Weil ich hier so selten hingucke. Sammeln auf jeden Fall noch. Hier hat auch irgendein Anschluss, interessanterweise. Soll mich nicht kümmern. Das auf jeden Fall noch voll. Und das auf jeden Fall noch voll. Und dann können wir jetzt hoffentlich auch den Fahrstuhl bauen. Sehr gut. Man muss nur noch einige Teile dafür produzieren. Ich könnte doch die fertigen Maschinenteile nehmen, oder? Ich breche nochmal ab. So. Ich muss nämlich nur die elektronischen Komponenten herstellen. Okay, es hat also noch nicht geholfen. Wir müssten das Ding an dieses Eingangsding bringen. Das wäre hilfreich. Ja, das können wir durchaus bewerkstelligen. Indem wir es einfach so wieder drüben machen. Na komm schon. Dann können wir den einen Splitter hier nämlich wunderbar noch wegverbrauchen. X. Ah, viel besser der Platzierungsmodus. Okay, dann läuft das schon mal. Und wir müssen auf welche Höhe? Auf genau die Höhe zurück. Ich glaube, wir gehen einfach hier direkt hoch, oder? Eins. Achso, ich muss wieder X drücken. Dass er sich das nicht merkt. So, und dann haben wir nämlich das C. Jetzt haben wir eine positive Bilanz wieder. Wenn auch nur ganz leicht, sie ist immerhin positiv. Und da hinten geht ein kontinuierlicher Fluss an Stahl raus. Und jetzt ist dann nur das Problem, dass wir nicht schnell genug diese Platten produzieren. Level 4 Pakete haben wir noch. Dann können wir eigentlich gleich weiter forschen. Brennofen und Glas. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Lader, Auswahllader. Weiß ich auch nicht. Brauche ich den? Abbaueffizient zu teuer. Aber die Bergbau-Bohrgeschwindigkeit, die brauchen wir unter Tage. Deswegen würde ich die einfach jetzt mal nehmen und erforschen. Das kann nur gut sein. Wenn ich jetzt mal gucke, haben wir nichts zum Dings bekommen? Funktioniert der noch so wie früher? Ich weiß, der war ein bisschen kompliziert, der Fahrstuhl. Schmelzen, Lagerräume, Ansaugrohre, Bandausgleicher, Herstellung, Tutorial. Ja, wir bauen ihn einfach und dann gucken wir mal.
Ah. Eigentlich macht doch düdüdüd, irgendjemand will mit uns was reden, oder? Ich weiß, der musste... Was sieht der auf was draufstehen? Nee, der durfte auf nichts draufstehen, oder? Aber er braucht doch Energie. Oh, ich weiß das schon als echt 0,0. Wo ist denn das vielleicht sinnvoll? Ich meine, das Xenophyrit ist relativ weit unten. 79, 120. Ich weiß gar nicht, wie das war. Konnte man da mit einer geringen Menge überall, nicht, abbauen? Das ist echt schon Ewigkeiten her. Ja, jetzt wäre ein Hilfeding mal sinnvoll gewesen. Aufzug, da ist er doch. Aufzug befördert Charaktere auf verschiedene Etagen. Nach einer ersten Konfiguration... Da war kein Punkt dran, deswegen hat mich das verwirrt. Nach einer ersten Konfiguration baut er sich automatisch selbst. Dazu gehört ebenfalls nötig auch das Ausheben eines Schachtes. Ja, ich weiß. Der Aufzug verfügt über ein Hochspannungskabel an der Seite, das an jede Stromlinie angeschlossen werden kann, sodass der Aufzug auch eine einfache Lösung für den Transport von Hochspannungsstrom in der Vertikalen darstellt. Okay, der Aufzug ist explosionssicher. Du kannst in seiner Nähe also Sprengstoff verwenden. Er benötigt keinen Strom. Platziere zunächst das Aufzugsgebäude, das deine erste Station bauen wird. Da die Stationen im Baumodus verschoben werden können, muss das Startgebäude nicht auf der gewünschten Höhe der zukünftigen Station platziert werden. Du kannst an jeder beliebigen Stelle mit dem Bau deines Aufzugs beginnen. Gehe anschließend zur Schalttafel in der Aufzugskabine, öffne das Konfigurationsfenster. Hier kannst du die Station die Höhe festlegen. Solange sich die Kabine nicht bewegt, du kannst jederzeit im Bearbeitungsmodus wechseln und deinen Aufzug erneut verändern, indem du Stationen hinzufügst, löscht oder verschiebst. Okay. Steige in die Kabine ein, drücke die Taste Zielort. Wenn der Aufzug nicht am Standort befindet, kann er über die Taste neben der Tür gerufen werden. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr. Wie das Ganze drumherum verlief. Wo ist denn der Aufzug? 120. Haben wir noch irgendwas richtig Tiefes? 160. Weil nur weil das da der Dings ist. Der Berg im Weg. 131. 117. Ah, die hängen halt alle nicht so gut zusammen, nicht? Die hier hängen schon gut zusammen, die beiden. Und wir brauchen das unbedingt als nächstes. Deswegen würde ich da den Aufzug hinbauen. Stromkabel und Co. sollten wir ja noch haben. Das Einzige wird dann einmal das Förderband hierher kriegen. Das wird teuer. Aber dann haben wir auf jeden Fall da hinten eine losgelöste Produktion. Nur von Platten. Und wir können das gleich auf die verbesserte Architektur ummünzen. Und eventuell können wir das Mineralgestein sogar noch abholen da unten. Ich weiß, man sollte das nicht zu eng an den Dingern bauen, nicht? Irgendwas war da. Habe ich mich denn mal geärgert? Wir bauen das einfach... Ja, eigentlich genau hier, oder? Auf der Höhe. So. Und jetzt ist die Sache, nicht? Der baut sich nach unten nicht weiter. Weil man nach unten erst ausheben muss.
Jetzt brechen wir die Bergbau-Baugeschwindigkeit. Solange wir die nicht haben, würde ich sagen, verbinden wir den erstmal mit Strom mit dem Hauptlager. Gehen wir nur gerade weg? Am besten erstmal gerade. Ich hoffe nicht, ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass überall Bäume im Weg sind. Sonst dürfen wir die auch noch platt machen. So. Das habe ich mir schon voll verfranst. Wir können eh gleich links und rechts mit Platz machen für die... Oh, kein Platz. Dieses Spiel macht mich irre. Ich habe doch gerade erst eine ganze Reihe im Inventar Platz gehabt. Auch diese dummen Samen, die man ständig kriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich die für irgendwas brauche. Hm. Bergbaugeschwindigkeit. Na gut, ihr wisst, was ich mache. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier einfach den Strom... Oh, das ist echt weit, ne? Bis da hinten hinbringen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das passiert ist. Weil ich bis dahin alles auseinandernehmen muss. Das kann also ein bisschen dauern. Ich muss noch ein paar Kisten bauen, um die Sachen wegzulagern. Ich glaube, ich habe leider kein großes Lager mir gebaut. Ich baue dann einfach drei Kisten mal. Dann hauen wir das Zeug hier rein. Und dann nehmen wir noch die anderen Sachen mit, die wir brauchen. Bis gleich.